Heute, was geht ab, Leute? Hong hier. Heute mit einem Video über Latios. Ist der letzte Tag, in 1,5 Stunden ist er weg. Aber davor, überraschenderweise, wieder ein Fail von Niantic. Und zwar kam gerade eben, okay, was heißt gerade eben? Vor einer Dreiviertelstunde einfach Einladungen. Ich zeig's euch mal, ich habe zwei jetzt wieder. War schon mal so, ich hatte zwei für denselben Tag, zur selben Zeit. Checkt das Video ab. Ich habe zum Glück geschafft. Und jetzt habe ich wieder zwei am selben Tag. Diesmal zum Glück nicht zur selben Zeit. Den ersten um 12 werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. 12 ist einfach zu früh. Um 1 hätte ich es vielleicht probiert in der Mittagspause, aber 12, naja. Schauen wir mal, ob ich an dem Tag zwei Mewtwo's machen werde. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr auch gerade eine Einladung bekommen habt. Aus dem Nichts. Niantic, Niantic, Niantic. Naja, das war es auf jeden Fall von den Einladungen. Aus dem Nichts. Ey, ich habe echt keine Ahnung, was Niantic da macht, was das schon wieder soll. Aber egal. Jetzt erstmal zu Latios. So. War ein Monat hier jetzt bei uns. Eigentlich hatten die Leute sich relativ auf ihn gefreut. Weil wir hatten ja zuerst Latias. Und Latios ist halt viel besser. Aber dann kam auch noch Ho-Oh dazu. Und dann haben die Leute eigentlich gar nicht mehr so viele Latios gemacht, weil alle auf der Shiny Ho-Oh Jagd waren. Was für mich sehr schade war, weil, ihr wisst, ich habe relativ früh am Anfang einen 100er gefangen. Ja, und eigentlich brauche ich Bonbons dafür. Aber wie gesagt, die meisten haben eher Ho-Oh gemacht. Auch da, unten in die Kommentare, habt ihr lieber Ho-Oh gemacht oder lieber Latios. Dann habe ich hier noch ein paar, die hebe ich mir auch für Doppelbonbon. Aber erstmal zum Pokédex. Dann schauen wir uns mal an, wie viel ich gefangen habe, wie viel ich gemacht habe. Wie gesagt, ich hätte echt gern viel mehr gemacht. Aber was soll man machen, wenn Niantic einfach so Ho-Oh noch raushaut? Das hat auch eine Menge gestört, dass dann zwei da waren. Bei Latios, Latias, den hatten wir ungestört einen Monat lang. Und Latias ist halt der Schlechte. Und dann, wo Latios kommt, der Beste, kriegen wir auch noch Ho-Oh dazu. Und bei den Amerikanern, die hatten einen Monat lang ungestört Latios. Und dann, wo Latias kommt, der Schlechte, kriegen sie halt Ho-Oh dazu, was für die halt perfekt ist. Und für uns war das eher störend. 49 gemacht, 30 gefangen. Relativ gute Quote. Shoutout gehen raus an meinen Kollegen Erik. Alter, ich weiß nicht mehr. Es hat angefangen bei 10 und dann 20 von 20. Und dann hat er mir irgendwann einen Screenshot geschickt. 50 von 50 gefangen. 100% Fangquote. Und das ging, glaube ich, noch bis über 50. Ich weiß nicht, ob er immer noch die 100er Fangart hat, aber echt krass. Also der ging echt ab bei ihm. So, dann pushen wir mal meinen 100er. Ich habe auch einen 98er gefangen. Habe ich im Video auch gesagt. Würde ich eigentlich gerne beide pushen, aber ich kann erstmal nur einen pushen. Da haben wir auch noch die neue Funktion. Haha, zwei neue Funktionen. Und zwar kann ich es direkt aus dem Bildschirm hier machen und mehrere gleichzeitig verteilen. So, wie viel braucht man? 19. Ich hoffe, ihr habt mich nicht verrechnet. Ja, da steht es. 248. Ihr wisst, man braucht 248 Bonbons, um ein Level 20 Pokémon auf Level 40 Max zu pushen. Ich zeige euch mal kurz die IV. Auch wenn das klar sein sollte, 282. Aber nur so zum Angeben. KP, Angriff, Defense. 15. Boom! Die Attacken haben wir uns auch noch nicht angeschaut. Man kann ihm entweder zwei Drachenattacken geben oder zwei Psycho-Attacken. Gut, dass ich noch einen 98er habe. So kann ich einem zwei Drachenattacken geben und dann einem zwei Psycho. Dem gebe ich jetzt zwei Drachenattacken, weil ich habe gar nicht so viele Dragoran. Und Psycho habe ich schon 200 Mewtwo. So. Und Drachen habe ich eigentlich nur Rayquaza. Und 2,5 Dragoran. Deswegen kann ich Drache auf jeden Fall noch gebrauchen. So. Dragon Breath, Dragon Claw, eigentlich ein sehr gutes Moveset. Also der ist top eigentlich. Deswegen echt schade, dass die Leute da nicht mehr gemacht haben. So, pushen wir mein fünftes legendäres 100er auf Max. Kann wieder eine Weile dauern. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen vorspulen, ein bisschen Musik unterlegen. Wenn mir was einfällt, dann werde ich wieder ein bisschen quatschen, aber ich glaube eher nicht. Oder? Keine Ahnung, wir können ein bisschen drüber reden, was als nächstes kommt. Also der ist, wie gesagt, in 1,5 Stunden weg. Ho-Oh ist dann noch 2 Tage da.
jetzt dann für die 2 Tage könnte es sein, dass dann nur Ho-Oh da ist. Oder es kann auch sein, dass morgen direkt ein neuer da ist. Und dann, wenn Ho-Oh dann weg ist, kommt erst der komplett neue. Also man weiß es nicht genau. Was könnte kommen? Eigentlich nur einer von den 3 Golems. Regisil, Regirock oder Regieis. Und dann, oder? Verrückte Theorie. Es kommt für eine Weile, 2 Wochen ungefähr, Latias und Latios. Beide gleichzeitig. Das wäre so eine typische Niantic-Aktion. Würde mich echt nicht wundern. So. Ich bin gespannt auf die Max-WP. Habe ich nicht nachgeschaut, wie viel er erreichen kann. Ob er meine Top 9, Top 12 knacken kann. Also ich hoffe zumindest, dass er höher als ein Despoter kommt. Schreibt natürlich unten in die Kommentare, wie es bei euch so lief mit Latios, was euer Bester, wie viel habt ihr gemacht? Oder wart ihr eher ein Ho-Oh-Fan? Habt da viele Raids gemacht? So. Also Niantic hat ja das mit den Sonderbonbons jetzt eingeführt, dass man da viele gleichzeitig verteilen kann. Vielleicht machen die das auch irgendwann mit dem Pushen, dass man da das Level auswählen kann, auf wie hoch man den pushen will. Dann willst du einfach, gibst du einfach 40 ein oder so. Das wäre nicht schlecht. Und dann sieht man auch, Alter, das wäre echt eine geile Aktion. Niantic, hört mir zu. Dann gibt man so ein, dann kann man so hochregeln auf 40 und dann steht da auch die Staub- und Bonbonmenge, die man verbrauchen würde. Das wäre doch mal eine geile Aktion. Das würde ich echt begrüßen. Würde echt eine Menge Zeit sparen. Und man sieht dann auch, wie viel Staub und Bonbons man sammeln muss, um einen Pokémon auf Max zu pushen. Weil ihr wisst, zum Beispiel bei den Insekten, ich wollte die auf Max pushen. Ich dachte, ich hätte genug Bonbons. Und ein richtiger Fail, ich hatte dann nicht mehr genug Bonbons. Und dann bei anderen hat man sich überschätzt und viel zu viele Bonbons gesammelt. Also das wäre echt eine coole Aktion von Niantic. Und würde auch echt so viel Zeit sparen. Okay, dann wären die Push-Videos ein bisschen kurz, aber mir würde schon was einfallen. So, wie sieht's aus? Können wir Despoter knacken? Sieht nicht so aus, als würden wir Despoter knacken. Knacken wir einen Dragoran? Können wir zumindest das knacken? Dragoran 3, 5. Boah, ich weiß es gar nicht mehr. 3, 5 irgendwas. Also Dragoran knacken wir, glaube ich, schon. So. Und ein paar Mal geht noch. 3-4 Mal geht noch. Die 3-6 sind drin, glaube ich. So. Ja, die 3-6 sind easy drin. Also Dragon haben wir auf jeden Fall. Bum-bum, bum-bum. Vorletzter. 3-6, 18. Das ist schon relativ hoch, also. Schon nicht schlecht. Bam, letzter Push. 3, 6, 4, 4. Okay. Nicht schlecht. Am 11.05. gefangen. Relativ früh am Anfang. Ist jetzt fast ein Monat her. Okay. Wie gesagt, hier noch ein 98er. 15 Angriff müsste der haben. Tag 15, ja. Leider nicht mehr genug Bonbons. So. Checken wir mal die Top-Liste ab. Ganz knapp. Also ein Despoter von mir hat er überholt. Ein 93er Despoter hat er nicht mal überholt. Rayquaza um 9 WP geschlagen. Aber das ist auch nur ein 98er. Ja.
Die Top 12 hat er geknackt, Top 9 leider nicht. Despot hat 3670, genau. Schade. Ah, das war's von mir und dem Latios, 100% auf Max gepusht. Und die verrückten Einladung von Niantic wieder mal. Schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch mit Latios lief. Was war euer Bester, wie viel habt ihr gemacht? Wart ihr lieber auf Ho-Oh-Jagd? Und schreibt noch rein, ob ihr eine verrückte Einladung bekommen habt. Aber das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.